Hallo, mein Name ist Magic Homie. Ich mache heute einen Trick mit Karten. Ich mache jetzt wieder einen Trick, wo ich dein Trickvideo erkläre, das der User gelöscht hat. Ich bin schon in der dritten Staffel, also in der vierten Staffel gab es eigentlich noch einen Trick, der noch gelöscht wurde, aber den habe ich bereits erklärt, und zwar lustigerweise auch als Einleitung für deinen Trick Staffel 4. Den habe ich in der Beschreibung verlinkt. So, also jetzt machen wir deinen Trick 3, die Jacks und das Kaufhaus von Flipline. Viel Spaß. Also, ich benutze hier das Robocycle Deck. Zu Beginn suchen wir uns mal die vier Jacks raus. Denn diese vier Jacks, oder Roboter in dem Fall hier, die sind Verbrecher eigentlich. Die wollen jetzt das Hochhaus hier ausrauben, also das Kartenspiel. Das ist ein Hochhaus. Die haben jetzt einen Plan gemacht. Die vier Jacks treffen sich in der Mitte der Nacht auf dem Dach und der erste Jack geht nach unten. Der zweite Jack nimmt die mittlere Etage und raubt die aus. Der dritte Jack raubt die obere Etage aus. Und der vierte wartet oben und hält Ausschau, ob Polizei kommt. Doch der obere Jack ist natürlich so dumm gewesen und hat einen Alarm ausgelöst. Deswegen kam die Polizei angefahren. Und dann hat der obere Jack, der hier liegt, Alarm gegeben, ganz schnell. Und als er Alarm gegeben hat, sind die ganzen anderen Jacks nach oben gewandert, um gemeinsam zu fliehen. Das war schon ein ganzer Kartentrick. So, kommen wir zur Erklärung dieses doch sehr einfachen, offensichtlichen Tricks. Meiner Meinung nach. Du hast natürlich die vier Jacks, die sind immer im Kartenspiel drin und dann suchst du sie halt raus. Dann nimmst du die vier Jacks, legst sie nach unten aus das Kartenspiel, zeigst nochmal das Kartenspiel und während du da so durchgehst, musst du einfach ein Pinkie-Pack unter den obersten drei Karten holen, also untersten in dem Fall sogar, also unter den untersten drei Karten. Dann nimmst du die Jacks und die drei Karten, also alles auf dem Pinkie-Pack und legst es nach oben aufs Deck, falsch schon drauf. Und dann steckst du halt die ersten drei Karten, einfach komplett zufällige Karten, die nicht wichtig sind für den Trick, aber die Zuschauer denken, es wären die Checks. Ja. Und dann ja, die ganzen Checks nach oben. Das war schon die ganze Erklärung. Nicht so kompliziert. Ja. Wie immer ist Mr. Tricks L. Also, wie immer ist in der Beschreibung verlinkt das Video von Mr. Tricks L, sein Kanal und auch mein Video, in dem ich den anderen Trick, der noch ausstand in der Staffel, erklärt habe. Ja, es war sehr hässlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis. Ja, ich habe schon erwähnt, dass jetzt die nächsten 2 Tage, also die nächsten 2 Tage, wo eigentlich ein Video kommen können, sollte, also Sonntag und Mittwoch, kein Video kommen, weil ich nicht da bin. Das tut mir leid. Aber danach werde ich wieder Videos hochladen. Tschüss.